Herzlich willkommen zu diesem Video heute. Ja, heute geht es darum, was du tun kannst, wenn deine berufliche Welt zusammenbricht. Was meine ich damit? Wir befinden uns im Jahr 2022 und nicht wenig Arbeitgeber verlangen von ihren Arbeitnehmern bestimmte Dinge, weil sie das so tun müssen, weil es irgendwelche Vorgaben gibt, die bestimmte Dinge verlangen und die Arbeitnehmer sagen, nee, mag ich eigentlich gar nicht mitspielen. Und dann kommen die Arbeitgeber daher und sagen, ja, dann kann ich das auch nicht ändern, dann müssen wir uns trennen oder denkt ihr was aus oder wie auch immer. Also es wird ein unheimlich großer Druck erzeugt und vor allem eine Spaltung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die jeder für sich seine Gründe hat, warum er das eine oder das andere machen möchte oder nicht machen möchte, mitgehen kann oder nicht mitgehen kann. Und das kommt natürlich zu riesengroßen Konflikten. Weiter möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Ich denke, es weiß jeder, was damit gemeint ist im Moment. Wenn du feststellst, du bist jetzt Arbeitnehmer und dein Chef kommt daher und sagt so, also stehst du mir ab dem 15. März diesen Jahres noch zur Verfügung oder nicht? Kann ich noch mit dir rechnen? Dann löst das natürlich einen Riesenkonflikt aus, weil du feststellst, ja, warum denn nicht? Also was soll das alles eigentlich überhaupt? Und natürlich willst du weiter arbeiten und du verstehst die Welt nicht mehr und deine ganze Welt bricht zusammen, weil du ja immer gedacht hast, ich bin doch hier richtig an meiner Stelle, ich mache meine Arbeit gut, meine Arbeit macht mir Spaß und jetzt kommt er daher und fragt mich, ob ich weiterarbeiten will. Was soll der ganze Quatsch? Ja, solche Geschichten gibt es und wenn dann die Welt zusammenbricht, weil du das einfach nicht mehr verstehen kannst, weil du denkst, boah, ich bin jetzt hier so und so lange Jahre und habe meine Arbeit doch wirklich gut gemacht und er hat nie vorher irgendetwas zu mir gesagt. Was soll das? Und dann kannst du dir natürlich überlegen, was machst du? Unter welchen Bedingungen möchtest du weiterarbeiten? Unter welchen Bedingungen möchtest du nicht weiterarbeiten? Rechtlich gesehen gibt es da sicher viele Möglichkeiten, wo man sich beraten lassen kann, was da jetzt gut und sinnvoll ist, wie man am besten vorgeht. Dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Holt euch da Hilfe und sucht euch da wirklich geeignete Leute, die sich damit auskennen. Das tue ich nicht. Ich weiß aber, dass es überall einen Weg raus gibt. Und egal, was passiert, egal, wie es weitergeht, eins kann ich euch sagen, es geht immer weiter, immer. Und aus der eigenen Erfahrung weiß ich, wenn solche Dinge eintreten, dann ist das immer eine Aufforderung an die Seele von euch. Was willst du wirklich? Wie soll es denn weitergehen? War diese Stelle hier wirklich die richtige für mich? Vielleicht war sie das. Vielleicht ist die Zeit jetzt beendet. Vielleicht muss es so kommen. Vielleicht geht es ja auch darum, dass du zu dir zurückkommst und sagst, okay, dann überprüfe ich das alles und öffne mich dem, was noch kommt. Vielleicht gibt es ja etwas viel, viel Besseres und etwas viel, viel Schöneres für mich. Und diese Arbeit habe ich gemacht, weil ich dafür ausgebildet war, weil ich dafür qualifiziert war, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber macht die jetzt noch Sinn? Macht sie unter diesen Bedingungen Sinn? Oder gibt es jetzt etwas Besseres? Wartet etwas Besseres auf mich? Geht es darum, loszulassen? Oder geht es darum, anzuerkennen, dass du selber deine Arbeit gut gemacht hast und dass jetzt du etwas anders machen sollst? Wie auch immer es kommt, irgendwie geht es immer weiter, immer. Und du kannst dich jederzeit fragen, was hält das Leben denn noch für mich bereit? Wenn es an dieser Stelle hier jetzt ungemütlich wird, kannst du natürlich gucken, bleiben, da durchgehen oder
Vielleicht hast du ja schon irgendetwas, was irgendwo wartet, gelebt zu werden. Und genau das ist jetzt der Zeitpunkt, dahin zu schauen und zu gucken, habe ich wirklich, bin ich bisher meinem Herzen gefolgt? Wie schwer war das denn? Oder gibt es noch Dinge, die du viel lieber machen möchtest und das irgendwie bis jetzt nie funktioniert hat? Ja, wie auch immer, es sind die Konflikte, mit denen wir ständig im Moment konfrontiert werden, wo viele von uns damit konfrontiert werden. Und das Allerwichtigste ist, bleib bei dir. Du bist so wertvoll, wie du bist. Und egal, wer was von dir möchte, du bleibst wertvoll. Und ich möchte dich ermutigen, bleib dir selber treu. Lass dich nicht von deinen Prinzipien abbringen. Du kannst natürlich diskutieren und das alles überprüfen, mach das auch. Aber guck immer, dass es dir selber damit gut geht und sei dir bewusst, nur in dir muss es sich richtig anfühlen. Denn du musst mit dir und deinen Konsequenzen, egal wie sie nachher aussehen, musst du weiterleben. Und wenn du zu irgendwelchen Dingen gezwungen wirst, musst auch da du die Konsequenzen nachher tragen. Derjenige, der dich zu irgendetwas bewegt hat, der kann nachher immer sagen, ach ja, hättest du ja nicht machen müssen. So, ich habe dir das zwar nahegelegt, aber wenn du es machst, selber schuld. Du hättest ja dagegen angehen können oder du hättest ja deinen Arbeitsplatz wechseln können oder wie auch immer. Ja, also eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Wie meine Schwester klein war, habe ich immer gedacht, ich müsste aufpassen, dass sie ihre Hausaufgaben macht. Hat sie nicht. Und ich habe neben ihr gesessen, habe ihr beim Spielen zugeguckt und habe mich verantwortlich gefühlt. Irgendwann waren wir erwachsen. Und dann hat sie zu mir gesagt, hättest du ja nicht machen müssen. Hätte ich nicht machen müssen. Genau. Mir ist es damit schlecht gegangen, ihr nicht. Ihr war das egal. Die hat halt einfach die Zeit sich genommen und hat das alles in ihrem Tempo gemacht. Ich hatte eine andere Vorstellung davon, wie sie es machen sollte. Und ja, Jahrzehnte später sagt sie mir dann, hättest du ja nicht gewusst. Genau. Aber ich habe es nun mal getan und ich musste mit den Konsequenzen rechnen für mich. Für sie war es völlig egal. Es ist jetzt ein Beispiel, was gar nichts mit dem Jetzt zu tun hat, aber in gewisser Weise zeigt es das dennoch auf. Jeder ist für sich und sein eigenes Tun inklusive der darauffolgenden Konsequenzen verantwortlich und niemand anders sonst. Und ja, wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, um stark zu bleiben, wirklich nur um euch zu stärken, dann ist es wichtig, euer Energiesystem hochzukriegen. Geht in die Freude, macht euch stark, seht zu, dass ihr den Stress reduziert. Stellt Fragen, kommuniziert mit anderen, macht euch schlau und seht zu, was tut mir gut? Wie kann ich das jetzt? Ja, welche Wege gibt es? Und es gibt immer, 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 immer Lösungen. Und wenn es nicht direkt die allerbeste Lösung ist, so gibt es Kompromisse dazwischen und es gibt Zwischenschritte und es gibt 100.000 Möglichkeiten oder vielleicht sogar noch viel, viel mehr. Ja, in diesem Sinne möchte ich, bleibt stark, bleibt bei euch, bleibt dir selber treu, denn nur darum geht es. Jetzt ist wirklich jeder gefragt, sich selber treu zu bleiben, egal was er macht, egal wie er es macht, es geht nur um dich, dein Wohlgefühl und dein Leben. Es ist dein Leben. Und niemand, niemand hat das Recht, dir zu sagen, was du tun oder lassen musst. Du musst gar nichts. Wir werden alle irgendwann mal diese Welt verlassen. Das müssen wir wohl, wenn man das so sagen will. Aber alles andere ist deine freie Entscheidung. Und in dem Sinne
möchte ich dich ermuntern, stark zu bleiben, bei dir zu bleiben, dir selber treu zu bleiben. Und ja, ich hoffe, dass ich ein kleines bisschen Mut machen konnte und wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.